schon! Bam! Ja, wa? Zum Beispiel so eine Fledermaus. Obwohl, da wird sie. Da wird Spider-Man Alter sehen. Alles okay? Ich werte das mal als ja. So. Die Situation scheint unter Kontrolle zu sein. Los, gehen wir. Ich will Gitarre. Mein Zutatenpensum ist erfüllt. Wir sollten uns verabschieden. Das Gute, wir sind fast draußen. Wenn wir mit dem Lagerraum sind, kommen wir in den Innenhof. Gibt's auch was Schlechtes, Doc? Sind nicht die Einzigen. Die glauben Sie, dass Ihre Zeit hier gut für Ihre geistige Gesundheit ist? Audiobeweis. Ja, das ist gut. Tanzen wir einfach die Probleme weg. Genau. Zumindest einer sieht glücklich aus. Wir zwei tanzen später. Ich würde auch gerne meinen Namen tanzen können, wa? Aber ich kann's leider nicht. Geh mal weg von der Wand. Oder lass erstmal gucken, wo wir lang müssen. Ich hoffe, wir sind hier richtig. Jo, sind wir. Oh, das ist doch... Und der spektakuläre Spider-Man befreit die elegante Dame in Nöten. Ich sage später danke. Hey, kommen Sie zurück! Sie könnten sich bedanken, indem Sie in Ihre Zelle zurückgehen. War das nicht Felicia? Felicia ist Catwoman, oder? Catwoman oder Black Cat? Wie hießen die nochmal? Oh Gott, ich weiß es nicht. Black Cat, glaube ich sogar. Nicht Catwoman, oder Catwoman? Oh Gott, ja, so krass kenne ich mich jetzt nicht aus, leider. Ein Spider-Man-Comic zum Beispiel habe ich noch nie gelesen. Obwohl ich eher, wenn, dann Marvel-Fan bin. Aber da hab ich auch noch nicht so viel. Ihr wisst es schon. Comics sind auch ein sehr, sehr kostspieliges Hobby. Das ist schon einfach mal Fakt. Du bist erledigt. Ja, nimm das doch mit, Kollege. Nimm das doch mit. Nein, Alter. Ich dachte schon, die wollen hier Überfall machen. Carsten Stahl Zugriff. Kennt ihr Carsten Stahl? Leute, geilste im Fernsehen, im deutschen Fernsehen. So geil, ey. Wenn RTL Sven nicht immer die Zugriffe löschen würde auf YouTube, ey. Musst du mich das ist purer Lachen. Ey! Schusswaffen sind hier nicht erlaubt. Nichts gelernt, ne? So, dann lassen wir mal Connors hier weiter. Kannst du dafür sorgen, dass niemand auf mich schießt? Durchhalten, Doc. Bin dabei. Ja, der gute Spider-Man ist hier so ein kleiner, wie nennt man diese Leute? Ein kleiner One-Liner-Pro. Hat immer einen lustigen... Nein! Das wird wehtun! Dann macht er... Was war das, ey? Keine Ahnung, was das für eine Figur war. So, Moment mal. Ah, super. Das bringt ja gar nichts. Ich nur irgendwas einsammeln können. Oh. Ich nenne dieses Werk das Treffen der Hämatome. Ja. Ich will nicht egoistisch sein. Er will nochmal. Der haut schon einige geile Sprüche raus, nicht wahr? Das sah nicht gut aus. Und weg mit dir. Ja, du bist eine Spinne, schon klar. Ja, und du bist ein bisschen komisch. Reißt ihm die Beine aus! Oh, wow! Ich mach mich zum Verbrecher, ja,
So, jetzt aber. Dann zieh ich eben selber. So. Erstmal alle Leute mit den Knarren weghauen. Und jetzt kriegt ihr auf die Schnauze. Wer war das? Auf jeden Fall, ey, du bist echt zu viel für mich. Das schaffe ich gar nicht. Spider-Man, wie der ausflippt. Ich meine, ja klar, jeder will mal verdroschen werden von Spider-Man und mir, aber einer nach dem anderen. Ich dachte, ich wäre erledigt. Reinzukommen war viel leichter als wieder raus. Sieht aus, als würden alle ausbrechen. Toll. Darum kümmere ich mich später. Na los, Doc. Wohin gehen wir jetzt? Ich hätte zwar echt gern mal eine Pause, aber wir müssen zu meinem Apartment. Cops. Natürlich. Schnallen Sie sich an, Connors. Ja, das wird nicht so gut ankommen. Immer noch Flucht unmöglich. Nach der großen Flucht bringt Spider-Man Connors in sein Apartment, um ein Heilmittel herzustellen, das alle Infizierten heilen kann. Na, das hoffen wir doch natürlich, dass das was wird. Ich hätte nie gedacht, Manhattan mal so zu sehen. Schöne Stadt, was? Eine Stadt, die ich fast zerstört hätte. Alles Vergangenheit, Connors. Jetzt ist die Zukunft wichtig. Oder erstmal die Gegenwart. Gehen wir in meine Wohnung. Da geht er hin. Moment mal. Kurz Upgrades. Ja, da kriegen wir natürlich keine Technikpunkte, wenn wir nicht gegen Roboter kämpfen. Was nehmen wir denn? Nehmen wir das. Yeah! Ich glaube, er ist der der sich am meisten selber feiert. Achso, ja, das haben wir schon vorgelesen, wunderbar. Auch hier sehr nett mit diesen Nachrichten rechts. Ja. Naja, geht so. Tür-zu-Tür-Service. Ist nicht viel, aber ein ruhiger Ort zum Arbeiten, während Sie das Gegenmittel entwickeln. Wohnst du hier? Machen Sie Witze? Ich könnte mir hier nicht mal den Schrank leisten. Ich hüte nur das Haus über den Sommer. Es gehört Stan, einem alten Freund meiner Tante May. Also, ich weiß ja nicht. Die andere Option ist die Rückkehr ins Echsenlabor, in der Kanalisation. Das hier reicht. Wo sollen wir das Labor aufbauen? Hier drüben. Ich schätze, wir besorgen erstmal die Ausrüstung für die Arbeit am Gegenmittel. Da ist der Computer. Etwas alt, aber er läuft. Ein paar Bücher als Referenz da drüben. Da ist auch eine Kopie von Spleiß des Lebens bei. Und der Fernseher. Schätze, wir sollten sehen, ob wir es in die Nachrichten geschafft haben. Waren heute schockiert, als Kurt Connors die Echse persönlich aus der Beloit-Nervenheilanstalt floh. Hilfe bekam er vom selbsternannten Ordnungshüter Spider-Man. Es gibt kein klares Motiv für den Ausbruch. Die Polizei hat eine stadtweite Suche nach diesen extrem gefährlichen Flüchtigen gestartet. Anscheinend schon. Fantastisch, jetzt halten sie dich für den Schurken, Peter. Das ist alles meine Schuld. Doc, wenn wir beide ein Heilmittel entwickeln, werden wir Helden sein. Ich ruf Gwen an und schau mal, was los ist. Warte, wirst du es ihr sagen? Das muss ich. Noch ein weiterer Grund für das Gegenmittel, was? Also, was brauchen wir, um ihr Labor einzurichten? Zunächst mal meine Forschungsergebnisse. Die Daten sind auf einem Tablet mit einem Ouroboros-Zeichen gespeichert. Es wird nicht leicht zu finden sein. Kein Problem. Ich bin schon bei Oscorp reingekommen.
Ich schaffe es wieder. Peter, sei vorsichtig. Wenn Oscorp meine Arbeit heimlich fortgesetzt hat, wissen wir nicht, was uns erwartet. Das ist nicht dasselbe Serum, das mich verändert hat. Es ist jetzt ein Virus. Das habe ich gehört. So, bereit, Gott zu spielen? Du erinnerst mich an ihn. Deinen Vater. Das ist Gwen. Pete. Gwen, schön, dass es dir gut geht. Hör zu, ich bin gerade bei Connors. Ich weiß, Peter. Alle wissen es. Du hast ihn aus dem Gefängnis befreit? Es ist eine Psychiatrie. Bist du verrückt geworden? Du weißt, was Connors dieser Stadt angetan hat. Er hat dieses Problem erst erschaffen. Und er kann ein Gegenmittel entwickeln. Das ist nicht die Echse. Das ist Dr. Connors. Kann er meinen Vater zurückbringen? Gwen. Ich vertraue dir, Peter. Aber ich kann ihm nicht vertrauen. Es tut mir leid. Ich hatte keine Wahl, aber er ist der Schlüssel, dir zu helfen. Und ich möchte, dass du seine Forschung für mich findest. Ich kann nicht. Dr. Smythe hat sie in die Oscorp-Archive geschickt. Halt nur noch ein bisschen durch. Ich bin unterwegs. Beeil dich, Pete. Ich weiß, dass wir unter Quarantäne stehen, aber wir sind wie Gefangene. Smythe sagt, er arbeitet an einer Lösung. Ich hol dich da raus, das Gwen. Das hoffe ich. Gwen hat viel mitgemacht. Ich habe ihren Vater ermordet, Peter. Sie haben niemanden getötet. Es war die Echse. Ich möchte dir glauben. Wir müssen Gwen überzeugen. Wir haben keine Zeit, Peter. Ich brauche meine Forschungen. Alles klar. Dann würde ich sagen, hauen wir mal ab. Peter, warte. Was sind das für Dinger? Ach ja, an denen habe ich gearbeitet, bevor das Ganze losging. Ich nenne sie Spinnensender. Kurz gesagt, wenn ich die an eine Polizeiantenne stecke, sollte ich hören können, was sie sagen. Sollte? Tja, ich hatte noch keine Zeit zum Ausprobieren, aber besser spät als nie. Ich mache auf dem Weg zu den Oscorp-Archiven einen Abstecher. Alles klar. Kapitel 3, der Schatten früheren Übels. Gwen und die Wissenschaftler stehen noch unter Quarantäne. Sie kämpfen gegen die Mutation durch das Artenkreuzungsvirus. Mit Gwens Hilfe erfährt Spider-Man, dass Connors Forschungsdaten im Archiv von Oscorp gelagert werden. Aber nicht mehr lange. Ja, sehr cool. Ich gehe mal davon aus, dass diese Anspielung auf, ja, hier Stan, alter Freund und so weiter, wahrscheinlich meine ich Stan Lee, so als kleines Easter Egg oder wie man das nennen möchte. Ist ganz lustig, finde ich. Wir sind teurer geworden, aber jeden Cent wert. Die Antennenjagd beginnt. Ich muss alle drei verbinden, um die Koordinaten zu bekommen. Woo! Voll cool, Alter! Okay, 1 von 3. Mein Signal funktioniert nur, wenn ich es mit noch einer Antenne versuche. Ja, man merkt schon, das ist halt hier alles irgendwie so auf Coolness getrieben. Je mehr Boden ich gewinne, desto besser. Nur noch immer mal einen lockeren Spruch raushauen. Hier ein geiler Move, da ein geiler Move und so weiter. Das ist schon, was ich meine. Aber ist nicht schlecht. Ja. Da war irgendeine Comic-Seite, habe ich gerade gesehen. Na komm. Nee, häng ich fest. Ich häng fest. Jetzt mal ohne Witz. Das kann nicht wahr sein, Alter. Das kann nicht wahr sein. Ich häng fest. Jetzt mal. Hä? Das kann doch nicht. Das kann nicht wahr sein. Ey, jedes Spiel finde ich einen verkackten Bug oder was? Jedes Spiel? Ich hab nicht mal was gemacht, Alter. Ja, das war's dann wohl.